So. Und jetzt? Ja doch, gleich. Wo ist der nächste? Solche Kreatur. Ach, Haut. Freuen wir mal, ist tot. Und dafür ist er am besten. Und weg. Okay, Beutier zieht sich mal ein bisschen zurück. Erledigt. Abscheuliche Kreatur. Für Rakas. Das Problem sind eher die Katapulte gerade. Aber ich glaube, wir haben gewonnen. Der Kampfeswille der Orks schmilzt mit jedem getöteten Kameraden. Nach Kragnars Tod versuchen sie schließlich vom Schlachtfeld zu fliehen. Nur einige entkommen den Pfeilen der Söldner. Sehr schön. Ein Stärke-Elixier, ein großes. Talisman der Initiative ist nicht schlecht. Und 7 Prastvorräte. Der Anführer der Söldner tritt, umringt von seinen Soldaten, an euch heran. In seinem Blick liegt Anerkennung. Vorsicht. Vielleicht sogar Furcht. Du bist doch der unterirdische... Zwerg, der vor ein paar Nächten hier war. Hab dich wohl falsch eingeschätzt. Danke für eure Hilfe. Ein junger Söldner kommt auf euch zugelaufen. Er hat etwas in der Hand, das er offensichtlich gern schnell wieder loswerden würde. Kommandant, wir haben das hier bei Ihrem Anführer gefunden. Es kribbelt. Der Kommandant betrachtet das Amulett in der Hand des Mannes und macht keinerlei Anstalten, es selber zu berühren. Du nutzt die Gelegenheit. Darf ich? Du nimmst das Amulett in die Hand und spürst ein Prickeln auf der Haut. Es ist eindeutig magischen Ursprungs. Behalt es, als Zeichen unserer Dankbarkeit. Mit einem kurzen Kopfnicken verabschiedet sich der Kommandant und entfernt sich von euch. Vermutlich glaubt er, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Jo. Dann gucken wir mal, ob wir die Ork-Horde hier abfangen können. Nein. Das Gehöft wurde geplündert, verwüstet und teilweise in Brand gesteckt. Aber nicht jedes Gebäude ist zerstört. Du rufst nach Überlebenden, erhältst aber keine Antwort. Suche nach Überlebenden. Ihr teilt euch auf und sucht nach Lebenszeichen in den ausgebrannten Ruinen des Gehöfts. Du nimmst dir das Hauptgebäude vor. Außer einer verkohlten Puppe findest du nichts und die Zwillinge sind auch nicht erfolgreicher. Hier gibt es kein Lebenszeichen mehr. Schweren Herzens beschließt du, dich abzuwenden, und zusammen mit den Zwillingen setzt du deinen Weg fort. Mhm. Wir müssen es nämlich jetzt nach Seeschön schaffen. Als ihr euch seelenschön nähert, seht ihr die umliegenden Felder in Flammen stehen. Kampfeslärm dringt an euer Ohr. Ihr hört die Schreie der Dorfbewohner und das Grölen der Orks. Greift die Orks an. Jo. Ja, Guttenauen war eine der schwierigeren Schlachten, die wir zu schlagen hatten. Die nächsten sollten etwas einfacher sein. Man merkt einfach, drauf losrennen bringt nicht viel. Ah nein, du behältst schön den Gegenstand. Du nimmst den. Ich lasse Boindil das Heilamulett, weil das braucht er einfach. Und die Tränke, die verkaufe ich. Hilfe! Lasst uns! Da sind noch Menschen in den Häusern! Holen wir sie raus. Und das schnell. Was denn? Ja. Ja? Was ist? Genau, Dorfbewohner befreien. Ja, auf den Weg. Deswegen stürmen wir einfach mal los. Sehr gerne. So gut. Machen Türen auf. Oh, das ist Pech für dich. Gut. Hier fällt ein Ende. Einer ist leider schon mal gestorben. So gut wie erledigt. Die Orks ignorieren wir mal gekonnt. Ein bisschen. Jetzt können wir uns um Orks kümmern.
kommt dein Ende. So. Sehr gerne. Einer weniger. Tür ist kaputt. Einer weniger. So, nächste Tür einschlagen. Das hat nicht ganz geklappt. Das ist Pech für dich. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. So gut wie erledigt. Ich brauche hier Hilfe. Schnell! Die schlagen verdammt hart zu. Jetzt muss ich. Ups. Das war jetzt nicht so geplant. Schluss damit! Ja? Du bleibst von Freund, den Fernwert, der im Blutrausch ist. So gut wie erledigt. Ja. Habe ich gerade, ja, ich habe gerade Boyndil umgehauen. Nicht Boyndil. Tungdil. Das war nicht beabsichtigt. Ja, Friendly Fire kann böse sein in dem Spiel, definitiv. Das durfte ich auch in meinem Privatspiel oft genug lernen. Ich hab dann immer extra aufgepasst. Hm? Was ist? Oh, das ist Pech für dich. Hier kommt dein Ende. Was denn? Haha! Und jetzt? Oh, das ist Pech für dich. So, Ochs wieder ignorieren. Schluss damit! Das kann jetzt mal kurz Tungdil übernehmen. Für Wrackers! So. Sehr gerne! Sofort! Einer war da! Bin unterwegs! Was ist? Dann preschen wir durch. Das können wir. Gut wie erledigt! Oh, das ist Pech für dich! Sehr gerne! Ja? Tungdil. Haus immer weg. Hier kommt dein Ende. Mach die Tür kaputt. Und jetzt? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Das geht noch nicht. Die Fähigkeit hätte ich gerne. Okay, du bist im. Ja. Mal wieder im Blutrausch. Und weiter. Das. Genau das. Schluss damit! Was ist? Wo ist der Nächste? In Ordnung. Was denn? Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Friendly Fire. Ist gefährlich in jedem Spiel. Man braucht halt wirklich seine ganzen Zwerge. Ich habe nämlich nie ausprobiert, ob man Erfahrungspunkte verliert oder irgendwas anderes. Hier kommt dein Ende. Und jetzt einer weniger wert. So. Ich habe da nicht so fest zugeschlagen. Sehr gerne. Ja? So. Erledigt. Für Wrackers. Tungdil ist halt kein guter Krieger. Angriff. Einverstanden. So. Nächste Tür aufgebrochen. Und wir stürmen wieder durch. Bin unterwegs. Oh, das hätte jetzt fast wieder Boyndil getroffen. So gut wie erledigt. So. Zu einfach. Auf den Weg. Ja. Und jetzt? Ja.
gefährliche Kreatur. So, jetzt muss ich mich mal kurz mit Tungil etwas zurückziehen. Ja. Wunder, könntest du mal? Wo ist Bondal? Da ist Bondal. So gut wie erledigt. Bondal, hättest du mal? Zu einfach, ja. Mhm. So. Erledigt. Tungdil. Und jetzt? Ja? Was ist? Sehr gerne. Wir schlagen verdammt hart zu. Bondal halte ich mal kurz raus. Solche Kreatur! Sofort! Schluss damit! Angriff! So einfach! Auf den Weg! Bis der sich etwas regeneriert hat. Unverstand. Jetzt ungefähr. Dann einer weniger! Ja, ja! Was denn? Ich brauche hier Hilfe! Hier kommt ein Ende! Jetzt müssen wir den dicken Ork wegkriegen. So. Gut wie erledigt! Unverstand. Und jetzt die Tür einschlagen. So. Jetzt haben wir es fast geschafft, nur noch diese Tür da. Auf den Weg. Können wir Tungdi wieder nachziehen, denn der ist eigentlich wieder ganz fit. Sehr gerne. So gut wie erledigt. Und die Tür einschlagen. Und jetzt? So. Leute gerettet, Orks besiegt. Dorf abgefackelt. Sobald der letzte Ork getötet wurde, befreist du zusammen mit den Zwillingen die verbliebenen Dorfbewohner. Die Geschichten scheinen wahr zu sein. Zwerge sind wahrlich die besten Orktöter. Wir haben nicht viel, was wir euch bieten könnten. Vielleicht können wir einige Lebensmittel zusammensuchen. Wir nehmen den Proviant gerne, das können wir nicht annehmen. Ihr habt die Nahrung nötiger als wir. Tut mir leid, aber das können wir nicht annehmen. Eurer Bescheidenheit alle Ehre, aber wir können euch nicht einfach ziehen lassen. Wenn ihr sonst nichts annehmen wollt, bereiten wir heute Abend wenigstens ein Fest für euch. Deine Widerrede stößt auf taube Ohren. Es gibt einfache, aber herzhafte Bauernkost, deftiges Bier für Menschenverhältnisse. Und es wird getanzt. Ihr wolltet eigentlich nur der Höflichkeit wegen bleiben, doch dann leeren die Zwillinge und du Humpen um Humpen. Am nächsten Morgen brecht ihr guter Dinge und mit vollem Magen wieder auf. Und mit Erfahrungspunkten. Und 23 zusätzlichen Proviant. So, wir müssten eigentlich jetzt hier lang, aber wir können uns, glaube ich, den Umweg erlauben. Am Abend am Lagerfeuer kramt Bondal in seinem Rucksack herum und holt einen in ein Tuch eingewickelten Käse hervor. Er steckt ein faustgroßes Stück davon auf einen Spieß und grillt es über dem Feuer. Es geht doch nichts über gegrillten Käse am Ende eines langen Tages. Der aufsteigende Geruch schneidet dir die Luft ab. So haben meine Füße nach einem Dutzend Umläufen in meinen Stiefeln gestunken. Oh, ein Kostverächter! Kein Wunder, wenn man bei den Menschen aufwächst. Das verdirbt den Geschmack. Bondal hält dir das Stöckchen mit dem stinkenden Käse unter die Nase. Iss, und ohne zu jammern. Du ziehst das warme Stück Käse vom Spieß. Es schmeckt grauenvoll. Deine Finger werden die nächsten Tage danach riechen und dein Mund vermutlich auch. Ja, guter Schimmelkäse. Etwas abseits vom Weg seht ihr einen Lichtschein durch die Bäume dringen. Das Lager der Holzfäller. Wenn ich genau darüber nachdenke, hätten sie es schon verdient. Es ist nicht unsere Aufgabe, Menschen zu verprügeln. Komm, wir verprügeln Holzfäller. Also, wenn ich genau darüber nachdenke, hätten sie es schon verdient. Bondal grinst breit und bevor Bondal ihn zurückhalten kann, stapft er davon. Du liegst wach auf deinem Nachtlager und denkst über den Braten der Holzfäller nach, den ihr zum Abendessen hattet. Der Braten war der beste, den du seit langem gegessen hast. Er schmeckte nach Sieg. Ja, Beziehung verbessert. Sehr schön. Können wir ja, glaube ich, sogar im Inventar einsehen.
Jo. 30, 35, 60, 35, 60, 30. Gut. Das heißt, wieder über den Fluss. Und dann den direktesten Weg hier rüber. Da kommen wir nämlich noch gerade rechtzeitig an. Ihr nähert euch Kalkbach durch seine ausgedehnten Felder, als ihr Rauch aufsteigen seht. Wenig später dringen Kampfschreie an eure Ohren und schließlich könnt ihr den Talg auf den Rüstungen der Orks riechen. Kalkbach befindet sich im Kampf. Mhm. Greift die Orks an, um Kalkbach zu verteidigen. Durch das Rumreisen haben wir wahrscheinlich auch unsere ganzen Verwundungen geheilt, hoffe ich mal. Ja. Nur unsere Rastvorräte sind ziemlich wenig geworden. Dafür haben wir halt viel Geld, was wir ausgeben sollten für eure Rastvorräte. Schnell, wir müssen den Leuten helfen! Ja. Hm? Zu einfach! Für Wrakas! Ja, ja! Aber klar! Ah. Kommt, Ochse. Ich mach mal die. Schick mal Boy den, um die Bogenschützen da oben vorzukriegen. Einer weniger. So. Wo ist Tungdil? Da. Weg mit dem. Sofort. Bringt euch in Sicherheit. Wir kommen zu euch, sobald wir die anderen Bewohner gerettet haben. Angriff. Ja? Sehr gerne. Hier kommt dein Ende. Ich sollte nur nicht zu viele Dorfbewohner totschlagen. Auf den Weg. Schluss damit. Einer weniger. Genau, die Bogenschützen totprügeln. Zu einfach. Hm? In Ordnung. Bin unterwegs. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Bin unterwegs. Sehr oft weg. Ja. Das war's. Sie fliehen. Das glaube ich nicht. Sie sammeln nur ihre Truppen. Das sollten wir auch tun. Kommt. Ja. Wir danken euch. Ihr habt uns gerettet. Noch nicht. Die Orks sammeln sich. Ihr müsst euch uns anschließen. Aber wir können doch nicht. Ihr könnt. Da kommen sie. Tony braucht dringend mal eine Rüstung. Ja? Hm? Wie mache ich das am besten, ohne dass Tungdil zu viele Leute trifft. So. Sehr gerne. Ups, jetzt habe ich wieder Dorfbewohner totgeschlagen. So. Am besten weg mit denen erstmal. Sofort! Tote Orks. Ja? Sehr schön. Oh, das ist Pech für dich. Zu einfach. Und nochmal jetzt auf die Plauze. Aber klar. Und weiter. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Der da wird komplett zurückgedrängt. Jetzt ist er tot. So einfach. Schluss damit. Ich hab gar nicht so fest zugeschlagen. Komm her, du. Hm? Und jetzt? Hoch mit dir. Aber klar. Zu einfach. Einverstanden. Und da ist da oben jetzt noch platt machen. Das ist Pech für dich. So gut wie erledigt. Für Wrakas. Mhm. Einer weniger. So, das war der Kampf.
Und damit haben wir, glaube ich, die paar Ork-Horden, die Skarp jetzt besiegt. Während Boindil noch die letzten Orks durch die Gassen des Dorfes jagt, helfen Boendal und du bereits bei der Suche nach Überlebenden. Verschiedene Dörfler, alle mit bleichen Gesichtern, in denen der Schock steht, kommen zu euch, um euch für die Rettung zu danken. Ein Mann mittleren Alters tritt nervös von einem Fuß auf den anderen und versucht, sich ein Lächeln abzuringen. Mein Vater, der Dorfälteste, er ist tot. Ich denke, ich muss wohl in seine Fußstapfen treten, also danke ich euch im Namen Kalkbachs. Er hat Gold zurückgelegt, als Mitgift für meine Schwester. Sie ist... Der Mann senkt den Kopf, holt einen Lederbeutel hervor und knetet ihn mit zitternden Händen. Wärt ihr doch nur früher gekommen. Noch bevor du etwas erwidern kannst, atmet der Mann tief ein und zwingt sich, euch anzusehen. Was sage ich? Wie undankbar. Dank euch sind viele von uns noch am Leben. Meine Tochter wird vielleicht eines Tages heiraten können, dank eures Mutes. Der Mann zögert kurz, dann streckt er euch den Lederbeutel entgegen. Den lehnen wir auch wieder ab. Beerdigt eure Toten, baut das Dorf wieder auf und seid eurer Tochter ein guter Vater. Wir nehmen euer Gold nicht an. Boindal mustert dich von der Seite und du glaubst, ein nachdenkliches Nicken aus dem Augenwinkel zu sehen. Geld haben wir genug. Der Mann öffnet den Mund, um etwas zu sagen, doch dann schüttelt er nur den Kopf und setzt schließlich erneut an. Ich danke euch, werter Herr, aber ich kann euch unmöglich mit leeren Händen gehen lassen. Hier, nehmt das. Mein Vater hat es von einem Händler eures Volkes gekauft.